Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute das Thema: Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir hatten uns jetzt Josua und Mose angeschaut, auch diese Staffelübergabe. Und ich möchte mit uns hineinschauen jetzt die nächste Zeit ins Markus-Evangelium. Da lesen wir Folgendes in Markus 1, Vers 8. Da sagt Johannes der Täufer: Ich habe euch mit Wasser getauft, aber der nach mir wird euch mit Heiligen Geist taufen. Hier sehen wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt, einen ganz wichtigen Hinweis in der Schrift, dass Johannes schon etwas erkannt hat. Das eine ist das Wasser, und natürlich wollen wir uns, so wie es Jesus auch aufgetragen hat, wenn wir glauben, wollen wir es öffentlich bekennen. Wir wollen uns taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben einen dreieinigen Gott. Und wir wissen, dass Jesus sagt: Ich wünschte, das Feuer würde schon brennen. Er hat einen Dienst getan. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, für unsere Schuld und Sünde. Er ist auferstanden. Und dann voller Freude geht er zum Vater. Nicht allein, um uns das Ticket zum Himmel zu geben, sondern: Ich sende euch jemanden. Ich werde alle Zeit bei euch sein, nämlich den Heiligen Geist. Und da war eine Sehnsucht Jesu, weil er wusste, das ist die Verheißung. So wie es dann auch Petrus und die Gemeinde aufgreift in der Apostelgeschichte, wo ihnen klar wird, das ist die große Verheißung, das, was vorher nicht möglich war, wonach Mose sich gesehnt hat, nämlich, dass alle prophetisch sein sollen und dass sie alle durch den Heiligen Geist reden und durch den Heiligen Geist geleitet werden. Das ist durch Jesus nun möglich geworden, nämlich Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, dass wir den Vater erkennen in seiner Liebe, in der Gnade Jesu Christi und in der Gemeinschaft, so sagt es der Römerbrief, mit dem Heiligen Geist. Und das lasst uns doch in großer Weise aufnehmen. Johannes sagt hier: Ich mache das hier mit Wasser, aber schaut auf den, der nach mir kommen wird. Er wird euch taufen mit Heiligen Geist. Und das möchte ich uns so sehr ans Herz legen, dass es beim Heiligen Geist nicht nur um irgendwas geht, nicht nur um Gaben und um Machtdemonstrationen und die Herrlichkeit Gottes, die durch uns wirksam wird dann. Nein, sondern dass wir ihn als eine Person sehen, der uns ganz und gar erfüllen möchte, dass der Heilige Geist unsere Herzen erfüllen möchte, uns leiten möchte. Er wird euch leiten, sagt Jesus, in alle Wahrheit. Er wird euch das Wort auftun. Er wird von mir nehmen und euch geben. Im Heiligen Geist, in der Beziehung zu ihm, dürfen wir entdecken, wie groß, wie herrlich Gott ist. Und auch wird er letztendlich den Unterschied machen in unserem persönlichen Glaubensleben, aber auch in dem, was möglich ist in unserem Glaubensleben. Denn wir sehen in der Apostelgeschichte, wie es da heißt, im 10. Kapitel, Vers 38, wie es da heißt, dass es heißt, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der er umherzog und Gutes getan hat und alle gesund macht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Er tat dies in der Kraft des Heiligen Geistes. Er ging umher. So sollen auch wir in unserem Leben umhergehen und Gutes tun, aber nicht in unserer Kraft, nicht humanistisch, moralisch und was man eben so auch tun kann. Das ist ja schon gewaltig, was Menschen da tun. Aber wie viel mehr wird möglich sein in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns leitet, uns in die richtigen Momente bringt, der auch mal Stopp sagt und sagt, hier geht's nicht weiter und das ist nicht gut. Und der uns da hineinbringt in die Dimensionen, die bei Gott möglich sind. Jesus selbst sagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich getan habe. Nun, lasst uns doch in dieser Form täglich in dieser ausgestreckten Haltung sein und in diesem hungernden Herz: Heiliger Geist, erfülle mich. Nicht nur einmal in der Vergangenheit, ja, da mag es einen Moment geben, wo wir uns öffnen, aber täglich neu gefüllt zu werden, wie in einer Beziehung, täglich ein Gespräch, täglich ein Beziehungsmoment zu haben, um letztendlich Leitung und Hilfe zu bitten, deutlich zu machen, dass wir seine Gegenwart schätzen und begehren. Und er wird immer eins tun. Er wird uns Jesus groß machen. Er wird uns hineinführen, die Gegenwart mit dem Vater. Der Heilige Geist, er ist das, wo Johannes sagt, schaut auf Jesus. Er wird euch taufen mit dem Heiligen Geist. Wir sehen in der Schrift immer wieder, der Unterschied war,
ganze Alte Testament durch, wo der Heilige Geist Menschen erfüllt hat. Und wir sehen in der Gemeinde im Neuen Testament, der Unterschied war, dass der Heilige Geist die ganze Gemeinde erfüllt hat. Und da sind Dinge möglich geworden, die so nicht möglich waren. Und so lass uns doch in dieser freudigen Haltung sein. Vater, gib uns deinen Geist, wie Jesus sagt, bittet den Vater darum und er wird es gerne geben. Mit all dem, was er dann an guten Gaben schenken und wirken möchte. Gott segne euch. Wir sehen uns dann am Montag nächste Woche wieder.